Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spider-Man. Ja, wir waren auf dem Weg zur nächsten Quest. Ich will einmal kurz manuell speichern. Das habe ich gerade vor dem Start vergessen zu machen. Einfach nur nice to have, würde ich sagen. Genau, und genau, wir hüpfen jetzt auf jeden Fall zur nächsten Quest. Die Leute sind friedlich, sonst hätte ich hier die Folge nicht beendet. Ach, bevor wir weitergehen, ich muss einmal kurz den Timer nochmal stellen. Dann geht's weiter, Leute. Nochmal 45 Minuten. Nicht 46, 45. Und los geht's. Wuhu! Und wir sind da. Der Underground zerstört alles. Vielleicht kann ich sie leise stoppen. Leise. Wenn du Gegner in Gefahrensymbolen angreifst, werden Gegner in der Nähe alarmiert. Drücke R3, um Gegner angezeigt, denen du sicher Takeover machen kannst. Muss sie auseinandertreiben. L2 gedrückt haben, um auf Objekte zu zielen. L2 und R1 zum Schießen. Was war das denn? Takeover. Damit hast du nicht gerechnet. Schau mich nicht an. Okay. Ich könnte Piets Visier mal ausprobieren. Okay, mit dem Visiermodifikation kannst du Ziele markieren. L2 gedrückt halten. Sehr schön. Jetzt kann ich sie aufspüren. Markierte Ziele sind durch Wände sichtbar und verfügen über Gefahr- und Sicherheitssymbole. R2 und L2. Ja, nee, so wollte ich das eigentlich gar nicht. Oh, so war das nicht geplant. Bleiben die jetzt gewarnt oder hören die auf? Wow. Ja, wir warten noch. Wo seht ihr? Jetzt geht schon wieder runter. Sehr gut. Wir wollen sneaken, Leute. Wir wollen sneaken. So. Das war nämlich nur aus Versehen, die Kombo. Besiege die Undergrounds. Okay, so. Jetzt sind sie wieder ein bisschen ruhiger. So. Ich habe eine Theorie. Ihr wollt Buchform abgreifen. Habe ich recht? Irgendwie hänge ich gerade ein bisschen. Ich dachte, der zieht ihn hoch, aber irgendwie zieht er ihn doch nicht hoch. Na gut. Wow. Ja, ich habe da voll verkackt, Leute. Das wusste ich schon von vornherein, als wir mich das erste Mal entdeckt haben. Aber wir kriegen das schon noch hin. Ich muss sneaken. Ich habe gerade vergessen, wie der Netzschlag ausführen, so schnell aus Distanz zu Gegner schwingen. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich will die wieder hochziehen. Der Underground so zerstört alles. So. Vielleicht kann ich sie leise stoppen. Schieße Netze auf den Boden und auf die Aufmerksamkeit zu.
Schlagen, okay, Moment. So. Nein, was machst du denn? Wow. Tick down. So. Und wieder weiter. Weiter. Hüpf weiter. Ja, echt jetzt mal. Danke. Was war denn das hier? Kannst du mal da bitte... Oh! Meine Fresse. Sie sehen mich hier. Wieso sehen die mich? Wieso sehen die mich, Leute? Ich wollte doch nur ein bisschen sneaken. Sind aber echt lange unter knapp. Warnung. Ich hab ne Theorie. Ihr wollt Duform abgreifen. Hab ich recht?
weiß ja nicht, wie viele das sind. Ne? Einfach auf alles gehe und sag, scheiß die Wand an. Mach jetzt das mal auf hoch. Ja, auch nichts mit euch, Schätzchen. Ich hab ihn verletzt! Los! Versuch doch aufzustehen! Fäng dich an, wie du willst! Es wird nicht reichen! Haben wir die ersten wieder kaputt gemacht, das ist doch gut. Die nächsten. Das hier schon fertig. Guck mal, wir haben jetzt alle. Na, es geht doch. Man muss so ein bisschen konzentrierter hauen, dann klappt das alles schon. Jetzt die Züge wieder auf die Gleise bringen. Jawohl. Die Steuerung ist vermutlich im Büro. Im Büro. Yes, Sir. Ja. Oh, ey. Manchmal, ne? Da könnte ich dich aber auch einfach nur hauen. Spidey. So, hier. Tinkerer, der Kopf der Gruppe, laut Onkel Aaron. Laut Onkel Aaron. Und wir wissen ja schon, Aaron hat immer recht. Hoffe ich. So. Oh Mann. Das Terminal ist hinüber. Aber sowas von. Ich muss die Züge per Hand wieder auf die Schienen bringen. Ja. Oder per Netz. Die Drehplatte da ist gut. Drehplatte drehen, Züge mit Netzen ziehen. Sollte klappen. Findet 3 Züge von den Zugstunnel aufzureihen. Okay. Ach ne, eins. So, jetzt ist nur eins. Klappt. Fast geschafft. Ich brauch 3, ne? Gucken wir mal kurz, wo die anderen beiden sind. Moment. Müssen wir da irgendwie was machen wahrscheinlich? Nein, das sind die falschen Schätzchen. Onkel Aaron will sich wohl tatsächlich mit der Familie aussöhnen. Ich sollte ihm entgegenkommen. Als Miles. Mhm. Er hat nie gesagt, was damals vorgefallen ist. Das muss schlimm gewesen sein. 2. Haben wir hier noch? Okay. Jetzt weiß ich noch nicht so ganz, was das gebracht hat. Aber gucken wir weiter. Müssen wir das runterlassen hier vielleicht? Müssen wir da vielleicht hin? Oh, no. So. Juhu, so. Wir sind wahrscheinlich wieder zu hoch. So.
So, aber hier so. So, genau. So, weil ich habe gerade gesehen. Einzeln. Der Zug muss unten bleiben. Der Zug muss unten bleiben. Komm schon, Miles, Netz aufs Getriebe. Ja. Erst den Zug runterlassen und dann den Flaschenzug einspinnen. Ja, dann mach doch so. Ich muss warten, bis er unten ist. So ist es gut. Jetzt zu den anderen. Ah. Der Underground verfolgt Nuform-Lieferungen und legt die U-Bahn lahm. Wollen die verhindern, dass das Nuform die Stadt erreicht? Oder was? Jetzt bin ich verwirrt, Leute. Jetzt bin ich sehr verwirrt. Nein. Sehr schön. Hä? Ich verstehe es nicht so ganz. Müssen noch alle Züge auf die Gleise. Müssen wir das hier noch? Ja, ich muss ja nicht alles wegschleudern hier. Ich weiß ja auch noch nicht so ganz, wofür ich den hier habe. Die Frage ist ja jetzt auch. Ja, das bringt nichts. Es sagt, die Züge müssen auf. Wohl. Gut, einer noch. Einer noch? Welcher? Den, den. Sie blockiert den anderen. Ach so, deswegen soll der nicht darauf. Okay. Got it. Muss man hier noch Rätsel machen, Leute. So, okay. Und dann jetzt noch. Moment. So. Genau so. Okay, und jetzt? Und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt. Hat geklappt. Die Züge sind auf den Gleisen. Okay. Jetzt noch Strom. Okay. Die Steuerung hier ist auch hinüber. Ja. Aber der Generator nicht. Okay. Okay, so kann ich die Züge mit Strom versorgen. Vielleicht.
Meine Netze leiten Strom. Das freut mich. Halte die Zielentaste gedrückt und feuer ein leitfähiges Netz auf den Generator, um anschließend auf den Relaisknoten, um beide zu verbinden. Sieh dir eher den Generator an. Halte mit zum Zielen auf den Generator L2 gedrückt und drücke R1, um den leitfähigen Netz auszuwählen. Halte L2 gedrückt und ziele mit R auf die Relais. Mit R auf die Relais. Komm schon, U-Bahn von New York. Jawohl! Yay! Hey, Mr. Davis. Hat sich bei Ihnen was verändert? Ihr leuchtet alles wie an Weihnachten. Gut gemacht, Kleiner. Yay, ich freue mich, ich freue mich. Wenn noch was ist, schreiben Sie mir über die App. Moment mal. Ich habe hier eine Kleinigkeit für dich. Nichts Besonderes, aber... Für mich? Ein Dankeschön dafür, dass du meinen Job gerettet hast. Cool, cool. Ich komme jetzt zurück. Cool, cool. Warte. Wenn wir schon hier hinten sind, dann kommen wir auch kurz zu der Kiste, oder nicht? Meint ihr nicht auch, wenn wir schon hier sind? Was wir haben, das haben wir. Dann müssen wir das nicht später machen. Hey Miles, bin gerade in Europa gelandet. Wie war Tag 1 als Solo-Spider-Man? Ziemlich gut. Hab eine Verschwörung in meiner Nachbarschaft entdeckt. Klassiker. Hast du schon einen Plan? Ja. Ich improvisiere einfach. Du bist ein wahrer Spider-Man. Also, wenn du mich brauchst, ruf einfach an. Oder komm mit dem Flieger. Aber ruf lieber an. Klar, Mann. Oh, und danke für das Geschenk. Ist der Hammer. Hast es dir verdient. Oh, MJ braucht mich. Ich muss los. Bye. Alter, seit der U-Bahn-Sache geht die App steil. Du hast so viele Anfragen. Die, oh. Die hier ist von Theo. Was für ein Typ. Oh, das muss ich mir unbedingt ansehen. Jetzt, wo die ganze Stadt auf mich zählt. Wir sind gerade die beliebteste App in New York City. Sieh's dir an, wenn du bei deinem Onkel fertig bist. Er weiß ja immer noch nicht, wer du bist, oder? Fast hätte ich mich verplappert. Aber nur fast. Ich sehe mir die App an, wenn ich hier fertig bin. Bis später. Cool. Dann können wir auch da, wenn wir schon hier sind. Weil die anderen, unser Onkel ist 2000 Meter von uns entfernt. Dann können wir auch das machen, Leute. Dann können wir auch das machen. Auf dem Weg dorthin können wir kurz Kisten sammeln. Oh. Spider-Man, hoch da. 300 Meter. Ich sehe den schon. Whoa. So. Drüben? Ist es da drüben? Hier hoch. Jetzt wird's weniger. Sehr gut. Hä?
Yay, wir haben sie. Nächste Kiste, Leute. Wuhu. Das braucht der Underground nicht. Nee, das braucht er auch nicht. So. Wenn wir schon hier sind. Ihr wisst es, ihr wisst es. Guck mal, wir sind wieder 300 Meter von mir entfernt. Wir sind immer noch 2000 Meter von der Hauptquest entfernt. Dann können wir auch dahin. Runter? Runter. Na los, weiter! Hey, Spider-Man! Kannst du vielleicht... Wo ist Patrick? Oh, er läuft einfach weg. Jo. Bye. Bye! Oh, ist irgendwie hier unten. Ah, da. Yay. Das ist sicherer Band. Hände weg von den Sachen, Spider-Man. Wow. Hey, warum hängt ihr denn alle am Piss-Tower rum? Wie weißt du nicht aus? Der letzte sein. Sehr schön. Sehr schön. Also langsam kriegt man es raus. Was meint ihr? Ja, ne? So. Wir gucken mal kurz hier. Hier sind wir gut durch. Wo müssen wir denn hin? Da hoch. Wollen wir auf dem Weg ein paar Kisten holen? Let's go. Was soll der Geiz, Leute? Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Weil wenn wir es jetzt machen, müssen wir es später nicht machen. Von daher... Und es geht ja schnell. Und es ist ja nicht so, als würde ich nicht dahin fliegen. Nö, wir machen ja nicht großen Umweg. Nur ein bisschen außenrum. Wir folgen der Straße. Yay! So, wir sind da. Hier geht's wieder hoch. Wir müssen wieder hoch. Nein, 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 nein. Jetzt geht's wieder. Bisschen hoch. Jetzt sind wir wieder dran vorbei. Okay, warte mal. Moment, Moment. Wir müssen runter. Ist ganz unten anscheinend. 24. Schöne Feiertage, Spider-Man. Genieße sie. Da ist sie. Ich sehe sie. Yay! Ich brauche das dringender als ihr, Underground. Okay. Machen wir das. Machen wir den so hoch. Okay? Okay. Okay. Und los geht's mit Schwung durch New York City. Uhu. Okay. Ich hab genug von diesem Wetter. Ja, das kann ich verstehen, ich auch. Jetzt will überlegen, was das für ein Wetter hier in Hamburg ist. Haha. Uhu.
32, 42, 52. Ich bin voll vorbei. Erstmals an Hanukkah allein. Oh nee, das ist ja blöd. 18, 15, 13. 8, 7, 6, 5. Ich hab da schon ein paar Ideen. Ja, ich auch. Und jetzt geht's hier hin. Langsam aber stetig kommen wir zu unserem Ziel, Leute. Das sind nur noch 1,4. Hatten wir die nicht schon? Das kann man gut verwerten. Mhm. Ups, das war das Falsche. So, dann hüpfen wir jetzt hier hin. Wie gesagt, wir kommen leer. Leer die Kiste war anderes verholen. Also die Küsten sollten wir auf jeden Fall alle hinkriegen, würde ich sagen. Aber jetzt nicht, natürlich. Aber so schwer sind die ja nicht zu finden, finde ich. Gott sei Dank. Die erste war ein bisschen schwierig, bis ich das mit dem Kompass verstanden habe. Aber jetzt geht's wieder. Wir kommen ja so langsam unseren Ziel näher. Ja, wie ihr seht, wir sind schon jetzt unter... Naja, bei 1000 knapp. Nicht unter, aber knapp... Hier? Nein, hinter mir. Nee, nee. Hier soll er sein. Bin ich blind? Hier ist keine Kiste. Was machen wir da, Leute? Was machen wir da, Leute? Hier ist auch keins irgendwie ziehen und dann... Oh, doch, anscheinend schon. Die das Material wohl haben? Man weiß es nicht. Will ich gar nicht wissen. Nee, besser ist es, glaube ich. So, jetzt haben wir hier letzte Kiste. Vorletzte Kiste. Dann haben wir hier noch eine Kiste und dann gehen wir zur Quest und dann sind wir auch schon wieder zu Hause wieder. Leute, Leute, Leute. Aber läuft doch, würde ich sagen, oder? Wir haben gut was geschafft in der Folge. Ich muss Finn anrufen, wenn ich hier fertig bin. Heil, unsere Treffen steht noch, oder? Oh, hey, Mr. Davis. Ich bin gleich da. Du musst dich beeilen, Spider-Man. Der Underground ist hier. Sie legen Bomben auf die Gleise. Bomben? Echt jetzt? Deine Reparatur hat ihnen wohl nicht gepasst. Ich komme so schnell ich kann. Einen Moment noch. Und nicht rausgehen. Miso, lass Spider-Man durch. Ne? 12, 11, 10, 9, 8.
11, 9. Das müsste direkt unter uns sein. Hallo? Hi, Mann. Kann ich dich zurückrufen? Ja, es ist so kalt draußen. Da hinten ist es. Wie komme ich denn da rein? Ja. Es ist schön, dass sie die Musik jetzt schneller machen, damit man so ein bisschen unter Zeitdruck gerät. Sehr gut. Wir können auch nichts machen, ne? So Anzüge technisch. Oder Geräte technisch. Aktiv den 0. Achso, wir müssen die. Ah ja, ich verstehe. Mindestens diese Übungsgeschichten machen. Bis dann, Spider-Man. Beruf dich an, wenn du deine Macht weißt. Na. Nee, da lang bitte. Ich war so konzentriert. Oh Mann. Kriegen wir euch noch? Ich krieg euch noch, ihr kleinen Ratten. Ich krieg euch noch. War ein bisschen unter Zeitdruck wegen dem Bomben. Boom, baby! La la la! Boom! La 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 la! Frohe Weihnachten! Ich mach schon! Ja! Oh! Ja, du musst da hoch, Schätzchen! Lauf da hoch! Oh, verpiss dich! Ja. Wow. Habt ihr irgendwie ein Problem mit mir? Ja.
Unter welcher Kreuzung? Schau an. Unter welcher Kreuzung da? Ach komm schon. Uns alle schaffst du nicht. Nicht alleine. Eine noch. Keiner hält uns auf. Gestern sehr schön. Gestern ging dir raus, dass du vom per Zug transportiert wirst. Heute wollt ihr die Züge hochjagen. Warum? Um das Blut vom zu vernichten? Es zu stehlen? Leute, ich war doch fertig. Das gibt's doch nicht. Ah. Muss ich wieder alles von vorne machen? Noch eine. Hinter der Kreuzung. Na, ja, Gott sei Dank nicht. So. Eine noch. Ja, ja, komm. Ich muss erst die Bomben machen. Gestern so. Findet ihr raus, dass du vom per Zug transportiert wirst. Heute wollt ihr die Züge hochjagen. Warum? Um das Blut vom zu vernichten? Es zu stehlen? Ich hab's rein analysiert. Ja, wieder los. Hinterher. Die nächsten, wo seid ihr? Da. Immer noch nicht tot. Ist aber. Mist, jetzt habe ich den verballert. Du hast es geschafft. Die Züge fahren. Der Underground ist erledigt. Puh. Das war gute Arbeit. Ich muss los, Beidi, aber sag Bescheid, wenn ich helfen kann. Mhm. Wow, mach mal das mit dem... Der nächste Zug fährt in... Wuhu, wir haben's, Leute! Yay! Abgeschlossen! Wuhu! Perfekt, Leute, perfekt. Der Underground hat meinen Anzug zugesetzt. Müsst mal flicken. So ein bisschen. Aber meine Lieben, ich würde sagen, das war's für heute. Oder wollen wir einmal kurz gucken? Ne, komm, wir gucken. 2 Minuten haben wir noch. So. Hier siehst du alle Ressourcen, die du gesammelt hast. Setze deine Ressourcen ein, um eine neue Modifikation herzustellen, indem du sie mit X gedrückt hältst. Okay, was haben wir hier? Unverwüstlich reduziert Schaden durch Nahkampf um 25%. Was echt nicht schlecht ist. Angriff nach perfekten Ausweichen verursacht für 5 Sekunden 50% mehr Schaden. Only not bad. Erzeugt eine geringe Menge Gesundheit pro Treffer an Venom geschockten Gegner. Oh, machen wir das, Leute. Ich nutze. Du hast gerade eine neue Modifikation freigeschaltet. Komm wieder her, um weitere freizuschalten, um eine andere Modifikation auszurüsten. Also man kann nur eine zur Zeit machen. So, aber ich habe jetzt auch gerade keine Punkte mehr. Okay. Ja, nice. Oh. Alles okay, Mr. Davis? Ja, dank dir. Oh, hey. Hier für dich. Eine Jahreskarte für die U-Bahn. Danke. Stimmt der Name so? Woher weißt du? Okay, ich muss los. Moment, Miles. Ich hab's geahnt, als ich gestern Nachrichten geguckt hab. Deine Moves bei der Verbrecherjagd, wie du ausgewichen bist. Das war wie damals im Park beim Basketball mit dir und deinem Dad. Du warst schnell. Jetzt bist du schneller. Keine Angst, ich sag's deiner Mom nicht. Versprochen? Versprochen. Sieh dich an. Wenn dein Dad dich jetzt sehen könnte... Er würde vermutlich ausflippen. Er würde definitiv ausflippen. Du hast also den anderen Spider-Man abgelöst? Nein, wie gesagt, er ist nur im Urlaub. Okay, und du vertrittst ihn jetzt? Ja. Viel Verantwortung für jemanden in deinem Alter. Ich schaff das schon.
Na. Hoffentlich. Aber hör zu, wenn du mal nicht weiter weißt, ruf mich einfach an. Ich bin für dich da. Kapiert? Kapiert. Danke, Onkel. Genki sagt, die App geht steil. Die Stadt braucht definitiv einen Spider-Man. Ich sollte eine Weile patrouillieren. Die U-Bahn läuft besser denn je. Super, das freut mich. So, meine Lieben, ich würde sagen, das war's für heute. Hola, Mijo, weißt du was? Mein Lieblings-Foodtruck ist heute bei der Kundgebung. Schau nach einem Logo mit Gyros-Spieß. Okay, danke für den Tipp. Ja. Oh, Mom, eine Frage noch. Du weißt doch alles, was so in Harlem passiert. Hast du schon mal vom Underground gehört? Ja, sie haben auf Roxxon-Gelände randaliert. Und ich glaube, sie werben überall im Viertel Jugendliche an. Warum? Sie haben dich doch nicht irgendwo reinziehen wollen, oder? Nein, nein. Onkel Aaron hat mir von ihnen erzählt. Ach ja, ich habe ihn in der U-Bahn-Station bei uns getroffen. Wusstest du, dass er da arbeitet? Nein. Du sollst dich doch von ihm fernhalten. Aber du und Dad habt mir nie gesagt, warum ich ihn nicht mehr sehen darf. Früher war er doch dauernd bei uns. Das soll Aaron selbst erklären. Ich bin gleich da! Sorry, Schatz, wir sind noch nicht fertig. Kein Problem. Geh die Welt retten, Mom. Jede Stimme zählt. Richtig. Du bist mein Lieblingssohn, weißt du das? Hab ja auch keine Konkurrenz. Hab dich lieb. Bye. So, aber jetzt auf jeden Fall. Also, das war's für heute. Freut mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dann.